Viele kennen ihn auch als mein zweites Ich. Comedian Max Giermann ist bei mir zu Gast und kocht für mich sein Lieblingsgericht. Chicken Mabea, lecker! Und von mir gibt es ein buntes Curry vegan. Los geht's! Wunderschön, dass Sie wieder dabei sind. Schön, dass ihr was lernen wollt, aber auch sicherlich einiges erfahren wollt, denn heute gibt es wirklich Grund, intensiv zuzuschauen, denn ich habe jemanden an meiner Seite, den ich so schätze und verehre. Ja, er macht das, was uns wirklich immer wieder zum Lachen bringt. Für mich ist er der beste Comedian in Deutschland und er hat auch schon versucht mal, ich sage bewusst versucht und anfangs mich nachzumachen. Mal schauen, was er heute macht. Herzlich willkommen, lieber Max Giermann. Danke dir, mein Lieber. Danke. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich glaube, wir haben uns zum letzten Mal direkt bei Laferlichter Lecker gesehen. Ja, das kann sein. Es ist sicher schon 10 Jahre her oder so. Ne? Das ist auf jeden Fall viel zu lange. Indirekt, aber durch Switch Reloaded natürlich, habe ich dich sehr oft beobachten dürfen. Ich bin natürlich ein totaler Fan, das habe ich schon gesagt. Du bist geboren in Freiburg. Ja. Sag mal, aber jetzt mal ganz kurz zwischengefragt, wie ist es für dich? Also ist das denn nicht auch komisch, wenn du mich dann siehst, wie ich dich nachmache? Also ist das ich habe eigentlich versucht, mit guter Laune jetzt anzufangen. Ach so, ja. Da kommen wir gleich dazu. Lass uns darüber reden. Vielleicht fangen wir an. Wir haben, glaube ich, genügend Zeit, weil auch einige Längen beim Kochen sind. Was kochst du heute für mich? Ich wurde ja gefragt, ob ich ein Lieblingsgericht habe oder so. Das habe ich eigentlich nicht. Ich habe immer nur so gerade, worauf ich im Moment so stehe. Und ich habe jetzt gedacht, ich mache einen Chicken Mabea. Also Hühnchen. Chicken Mabea. Chicken Mabea, das ist so mariniertes Hühnchen mit Oliven und Kapern. Und man kennt es klassisch aus der französischen Küche mit Dörrpflaumen, aber ich mache es mit Datteln. Und inspiriert von Otto Lengi. Der Koch aus London, der ja viele Bücher geschrieben hat, sehr erfolgreich ist. Ja, und das finde ich sehr lecker. Und dann mache ich hier ein Möhrenpüree dazu und ich hoffe, das gelingt. Aber das Coole an dem Gericht ist halt, man kann es im Prinzip vorbereiten, einen Tag vorher, und dann muss man es eigentlich nur in den Ofen schieben. Ja, der Ofen hat auch schon gepiepst vorhin. Ja, okay. Ich glaube, die Temperatur ist erreicht, genau. Ja. Also, erzähl mal kurz, was sind die wichtigsten Zutaten? Also, ich habe erstmal natürlich die Hähnchenkeulen, die sind im Kühlschrank. Ja, die kannst du schon rausholen. Ich mal raus. Genau. Natürlich das Wichtigste. Dann sage ich mal ganz kurz, was ich mache heute. Ich mache nämlich ein schönes Curry, vegan. Mit Kürbis, mit Ingwer, Zwiebeln, dazu Spinat, Schwarzwurzelchips, also mit Vollkornnudeln erzähle ich näher mehr. Aber jetzt zurück zu dir, Hühnerkeulen, genau, hast du gesagt. Genau, ich brauche hier die Hähnchenkeulen und dann brauche ich noch für die Marinade, also hier Oliven, grüne Oliven habe ich hier, dann Knoblauch natürlich und Kapern, ganz wichtig. Dann Datteln, man kann wie gesagt auch Dörrpflaumen nehmen, aber mit Datteln finde ich es noch ein bisschen besser. Und Lorbeerblätter, Oregano mache ich noch rein, ja, Weißwein. Gut. Was musst du zuerst machen? Ich muss jetzt erstmal die Hähnchenkeulen so ein bisschen einritzen und dann mariniere ich die. Das macht man idealerweise eigentlich schon einen Tag vorher, aber das geht auch auf die Schnelle. Ja. Und dieses Rezept hast du wirklich aus dem Buch von Otto Lengi? Das hast du mal nachgemacht? Oder? Ja, das habe ich. Also ich mache jetzt nicht in der Regel, ich koche wirklich gerne und ich mache das jetzt auch nicht so, dass ich da immer so, mich so ganz strikt an die Rezepte halte. Ja. Aber in dem Fall habe ich es mir zumindest jetzt auch nochmal angeguckt. Und, aber ich meine, du sprichst so selbstverständlich jetzt, ich meine, das heißt für mich oder daraus schließt man, dass du selber gerne kochst, oder? Ja, ich habe zu viel Zeit. Bitte? Ja, ich koche echt gerne, ja. Also kochst echt gerne? So, ja? So Entspannung. Also wenn ich Zeit zum Kochen habe, dann geht es mir eigentlich immer gut. Ich habe vorhin ja kurz gesagt, geboren im Breisgau in Freiburg. Ja. Das ist ja auch ein Landstrich in Deutschland, wo man ja nachweislich weiß, dass man dort sehr gut isst. Hat das Essen und das Kochen was mit deiner Kindheit zu tun? Ja, nicht so wirklich. Also jetzt nichts gegen meine Mutter, ja. Aber bei uns war jetzt so kulinarisch gesehen nicht so wahnsinnig viel los. Ja? Woran ich mich noch erinnere, ist so der badische Sauerbraten. Kennst du das? In Baden macht man den eher so mit Bandnudeln und Apfelmus. Ist ja, ganz ich kenne natürlich den rheinischen Sauerbraten, klar, aber den badischen nicht richtig. Aber also so das fällt mir ein oder halt sowas wie Flädlesuppe oder so. Flädlesuppe ist klar. Hochzeitssuppe gibt es ja auch. Ja, genau. Was ist denn dein absolutes Lieblingsessen? Ach, ich weiß nicht. Also ich habe, wie gesagt, jetzt nicht so das Lieblingsessen. Ich mache wahnsinnig gern Pasta, weil es einfach schnell geht. Und das kannst du halt in so vielen Variationen machen. Ja. Ich suche gerade einen Löffel. Wo gibt es denn hier einfach einen Löffel? Hast du doch einfach einen da vorne. Ja, genau, da sind Löffel drinnen. Aber du, ich koche gerne alles Mögliche. Ja. So, ich liebe übrigens Kapern. Ich mache da extra noch ein bisschen von dem Sud mit rein. Kapern ist so etwas, was sehr polarisiert. Kapern und Sardellen, da gibt es Leute, die lieben das, genauso wie Rosinen. Die einen sagen super, die anderen sagen, um Gottes Willen, Kapern, Sardellen kann ich nicht essen.
Wie geht's dir damit? Ich bin ja sowieso als Koch, bin ich pflegeleicht. Ich meine, es gibt ganz klar Dinge, die ich nicht unbedingt jetzt jeden Tag freiwillig essen würde, aber ich probiere eigentlich alles. Das ist von mir einfach, ich habe auch schon mal ein Lammauge gegessen, also musste ich auch probieren. Aber das war eingeladen dann und dann bei Chinesen. Und dann hat dann der Sohn gesagt, heute kocht mein Vater. Und dann kam eben dieser Lammkopf mit dem Auge. Und dann hat er mit zwei so Stäbchen das Auge rausgedreht, so weißt du, so eine weiße Kugel, so groß auf dem Teller. Und dann habe ich gesagt, ich kann das nicht essen. Dann sagt er, this is very good for man. Habe ich gesagt, scheiße, weil es ist hier kein, ich kann damit nichts anfangen. Und dann, verstehst du, da wird es natürlich ganz ernst, wenn er dann dieses Auge essen muss. Gell? Ja, und ich habe mir geschworen, ich beiß nicht rein. Auf keinen Fall. Und dann habe ich das, weißt du, so rein, oben in den Stäbchen, tief Luft geholt. Gott, und plötzlich dann macht's blub und dann ist diese Kugel in deinem so wie Magen. Eine Schlange, die alles im Ganzen schluckt. Ne? Weißt du, und dann konnte ich nicht schlafen, weil ich mir überlegt habe, wie das Auge wieder rauskommt. Gell? Also war ja so die Riesen. Aber jetzt so vom Gefühl her, war das hart von der Konsistenz? Komplett her, hart. Oder? Das ist eine weiße, ist Eiweiß, so eine richtige feste Kugel. Aber ich kann dir eins sagen, so zur Aufmunterung jetzt, dass es noch lustiger wird hier. Daher kommt für mich der Spruch, das Auge ist mit. Ja. Nein, da kann ich nicht mithalten. Nee, wirklich. Wahnsinn. Aber man hätte auch nicht ablehnen dürfen, weil das wäre dann wahrscheinlich extrem unhöflich. Nee, das ist das Problem. Man weiß genau, wenn man das nicht macht, dann sind die total beleidigt, die Leute, weil sie ja das Gefühl haben, wenn Gäste kommen, sind sie großzügige Gastgeber und geben dir alles, ne? Mhm. Hattest du auch schon mal solche Erlebnisse? So nee, bei tatsächlich Gästen? Nicht. Also ich weiß gar nicht, was das Schlimmste war, was ich je gegessen habe. Wahrscheinlich die Senfeier meiner Oma oder so. Aber nee, ich habe noch nie irgendein... Ja? Nee. Aber ich habe da auch nicht so dieses Gehen, dass ich da Lust auf solche Mutproben hätte oder dass irgendwie... Nee. Also Dschungelcamp wäre nichts für mich, definitiv. Ne? Also würdest du nicht hingehen? Nee, würde ich nicht hingehen. Datteln sind ja sehr gesund, gell? Ja, ist das so? Ja, wirklich. Datteln sind extrem gesund. Also viele Leute essen gerne Datteln. Ich habe es früher als Kind, muss ich sagen, nicht so gerne gegessen. Ich gab es immer zu Weihnachten. Aber mittlerweile, so ab und zu mal, finde ich es ganz okay. So, ich schneide jetzt hier bei mir schon mal die Zwiebel. Den Kürbis habe ich schon geschnitten. Ich tue mir jetzt erstmal alles vorbereiten jetzt hier für meinen Curry, weil es ja alles angebraten werden muss. Die Zwiebel kommen zuerst rein. Die mache ich jetzt mal hier auf 6, 7 und mache rein ein bisschen Olivenöl. Kochst du denn eigentlich privat auch noch oder ist dir das dann zu viel? Nein, ich mache das gerne. Ich finde auch, weißt du, so gerade auch wenn die Kinder, wir haben ja zwei Kinder, die Tochter lebt in London und als die klein waren natürlich, haben die nicht so viel Interesse gehabt. Aber jetzt mittlerweile, die haben das immer mitbekommen und die haben so Spaß am Kochen, die sind immer gerne dabei. Und ich finde es so ein richtig schönes Erlebnis mit der gesamten Familie, wenn man dann kocht. Das macht so richtig Spaß. Also wir kochen oft zusammen und es macht natürlich auch dann deshalb viel Spaß, weil man gemeinsam bestimmt, was man isst. Und natürlich, hast du eigentlich Geschwister? Ich habe eine ältere Schwester, ja. Die lebt in Augsburg. In Augsburg? Auch mit Familie, die sehe ich leider nicht so oft. Ich wohne ja in Köln. Genau, du hast also nochmal von der Reihe, du bist geboren in Freiburg und hast dann in Berlin Schauspiel studiert. Genau, ich habe Schauspiel studiert, erstmal ganz klassisch, was man vielleicht nicht denken mag. Und dann war ich erstmal im Theater in Essen engagiert und habe dann auch in der Zeit sehr viel Clownerie gemacht. Durch Clownerie bin ich eigentlich zur Comedy gekommen. Ah, okay. Weil ich kannte damals noch aus meiner Jugendzeit einen sehr tollen Clown aus Freiburg. Georges Peugeot hieß der und der hat mich damals sozusagen entdeckt. Und mit dem habe ich dann ganz viel gearbeitet. Auch später habe ich das lange hauptberuflich gemacht. Und so habe ich eigentlich den Humor für mich so ein bisschen entdeckt. Und nach dem Theater ging es dann auch los so mit den ersten Fernseh-Castings und so weiter. Und da übrigens musste ich das erste Casting, was ich hatte, wo ich eine Parodie spielen musste, da habe ich dich nachgemacht, wie du zusammen mit Biolek kochst. Das war also das allererste Comedy-Casting, mit dem praktisch alles kann dann anfing. Kann ich bitte jetzt ausnahmsweise eine kleine Kostprobe von deinem Casting haben? Gibt es da ein Video von? Es gibt ein Video von. Also ich habe das in Berlin. Also hier seht ihr mein allererstes Comedy-Casting mit mir als Johann Lafer. Meine erste Parodie ever. Schön, sehr interessant, ja. Was brauchen Sie da jetzt für Zutaten dafür, Herr Lafers? Ja, genau, ja, liebe Zuschauer, ja. Und zwar, da brauchen wir folgende Zutaten, ja. Da haben wir Sellerie, ja, Karotten, ja. Da haben wir Kartoffeln, ja, und natürlich auch Gewürze, ja, so. Aha, wenn ich fragen darf, Herr Lafers, wo kaufen Sie jetzt privat die Zutaten ein?
Ja, und zwar, liebe Zuschauer, ja, bei mir zu Hause in der Steiermark, ja, da gibt es einen Markt, ja, einen wunderbaren Markt, der ist super, ja, also einen Supermarkt, ja. So, liebe Zuschauer, ja, für den Bio-Eintopf brauchen wir jetzt natürlich noch ein Stück vom Bio, ja, liebe Zuschauer. Da gehen wir her, schneiden es einfach ab, ja, so, ah, zack, ab ist. Au, 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 ah, au, oh, toll, 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 oh. Und wieso hast du mich genommen? Das ist ja vielleicht das Wichtigste. Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht mehr. Nee. Ich finde, dass du eine gute Vorlage hergibst. Sag einfach, du hast keinen besseren gefunden, oder? Dieser Schnurrbart, ich habe mir wirklich dann nur so diesen Papierschnurrbart immer dran geklebt. Das war noch damals natürlich noch völlig ohne Maske und so. Diese aufwendigen Masken, die kamen ja dann erst später dazu mit Switch Reloaded. Da hatten wir ja dann diese großartigen Maskenbildner, denen ich natürlich auch sehr viel zu verdanken habe. Aber du bist ja ein Spezialist für Köche. Du hast ja Christian Rach, dann Melzer, meine Wenigkeit sehr oft nachgemacht. Ich sag dir auch warum, weil dann wird man von euch immer eingeladen, ja, kriegt zu essen. Das ist der Grund. Okay, dann verstehe ich das. So, jetzt ganz kurz, bevor wir da weitermachen. Ich habe jetzt hier bei mir die Zwiebel, die weißen Zwiebel mit dem Ingwerscheiben und Chili schon mal angebraten. Ich gebe jetzt noch Knoblauch dazu. Das ist jetzt junger Knoblauch, da muss man nicht viel schälen. Man tut also hier den groben Stiel weg und tut dann also hier versuchen, so diese Knoblauchkerne so rauszutun. Natürlich nicht diese dicke Schale reinmachen. Und die werden auch mitgebraten, denn wir braten alles an, damit wir eine Geschmacksexplosion nachher haben, dass es eine schöne intensive Soße ist. Ich gebe auch rein so ein bisschen Limonenschale. Ja, wie ist bei dir? Ich bin jetzt hier fertig mit meiner Marinade. Ich habe das jetzt hier alles in die Schale gemacht. Erzähl mir noch mal jetzt, genau jetzt, vielleicht genau, was alles also, drin ist. Rotweinessig, ich habe jetzt Balsamico genommen, ja? Olivenöl, dann diese gesamten Zutaten, also Datteln, Oliven, Kapern, Knoblauch, Lorbeerblätter, Oregano. So, und das jetzt natürlich noch salzen. Sieht sehr gut aus. Salz ist hier. Sieht sehr gut aus, gell? Das ist eine richtige intensive Marinade, gell? Genau, das wäre natürlich jetzt super, wenn man das jetzt noch so noch ziehen lassen könnte. Ne? Ja, irgendwie. Aber... Wie gesagt, das ist ja jetzt einfach mal den Leuten gezeigt, wie es geht. Aber ich finde so mediterran, das sieht echt gut aus. Muss ich sagen, gute Idee. Großartig. So, und im Prinzip war das jetzt eigentlich schon mal die Hauptarbeit des Hauptgerichts. Das kommt nämlich jetzt einfach in den Ofen. Ich nehme den Topf, da ist ein bisschen mehr Platz. Du kannst es machen, wie du willst. Das ist so ein bisschen ähnlich, wie man das macht. So, da gibt es ja auch so Kaninchen, die man so reinschiebt. Oder auch Hühnchen, gell, auch so. Aber es sieht richtig lecker aus. Genau, da kommt jetzt noch Weißwein drauf. Der steht da vorne in der genau, Flasche. Genau, ich muss ich erstmal meine Hände irgendwie sauber machen. Hände kannst du hier bei mir, komm, bei mir waschen. Hier. Achso, du hast so. Ja, Waschbecken. Du hast Wasser, da. Ich nicht. Ja, Handtücher sind da, alles ist da. Und sag mal, beim Curry ist so das Wichtigste die Currypaste, oder was ist eigentlich das, was das Curry gut macht? Ich nehme jetzt hier zwei Dinge eigentlich. Ich nehme Currypulver, hier ist ein Handtuch drin, schau. Ja. Ich nehme so eine Currypulver. Und ich nehme Garam Masala, das ist so eine Würzmischung. Ja? Die zwei Sachen mache ich da rein. Und zwar tue ich jetzt das Ganze leicht mitbraten. Siehst du hier? Sehr gut. Das Curry, dass es schön intensiv wird. Das ist sowieso generell eine wichtige Sache. Garam Masala. Und jetzt mache ich noch rein ein bisschen Erdnussbutter für den Geschmack. Siehst du hier? Und das brate ich jetzt alles schön an. So. Und presse auch noch rein ein bisschen Limonensaft. Und koche jetzt hier eine schöne Paste. Und, gut? Alles gut. Also wie lange jetzt ungefähr? Ja, also bei 180 Grad so 50 Minuten ungefähr. Wir haben es jetzt ein bisschen höher gestellt, dass es vielleicht ein bisschen schneller geht. Ja, okay. Aber das ist so eine gute Regel, also ungefähr, ja, okay. So, dann haben wir hier jetzt bei mir, siehst du so, du kannst mal genau schauen hier. Das ist jetzt so eine schöne cremige Konsistenz, ja. Und jetzt machen wir einfach rein, was ich auch sehr gerne mache, ist nämlich Sambal Oleg. Das ist so eine Chili-Paste. Siehst du hier? Und wenn man die Limettenschalen mitröstet, werden die dann nicht bitter? Nee, wenn du nur das Grüne nimmst. Das ist bei der Limettenschale immer das Problem, dass man, wenn man da zu viel von dem Weißen reinmacht, gell, dann wird das Ganze wird das bitter. Gut, was machst du als Nächstes? Ja, ich mache jetzt sozusagen als Beilage, als Sättigungsbeilage ein Püree hier aus den Möhren. In der Zwischenzeit und dazu schäle ich die jetzt erstmal und dann koche ich die in ein bisschen Brühe und mache dann noch so einen kleinen zum Aufgießen so Sahne oder Milch mit Butter. Gucke ich mal, was ich gleich finde.
So. Ich habe jetzt hier noch reingegeben ein bisschen Erdnussöl, ja, auch für den Geschmack. Und gebe jetzt dazu Gemüsebrühe. Und koche erstmal hier so einen richtig schönen Sud. Also, jetzt kommen wir nochmal zurück zu Switch Reloaded, beziehungsweise zu deinen Rollen explizit bei Köchen. Ich meine, das lasse ich jetzt nicht so im Raum stehen, dass du es nur aber magst, weil du gerne bei uns bist. Es ist ein sehr angenehmer Nebeneffekt gewesen. War mir vorher nicht bewusst. Wie lange gab es Switch Reloaded? Switch selber gab es ja schon in den 90ern. Ja. Und Reloaded wurde dann, glaube ich, 2006, 2007 neu aufgelegt. Und es ist ja irgendwie totaler Kult geworden. Das läuft ja immer noch als Wiederholung im Fernsehen ständig. Also ich werde immer noch darauf angesprochen. Ich würde gerne mal wissen, wenn man sich dann verkleiden lässt oder wenn man dann geschminkt wird und in die Maske geht, wie lang dauert das ungefähr? Also bei dir dauert es einen halben Tag. Nein. Ja, also tatsächlich, so falsch ist es gar nicht. Also es dauert bis zu 4 Stunden. Also ich glaube, so die längste Maske, die ich hatte, waren so 4-5 Stunden. Ich glaube, jetzt in deinem Fall waren es eher so 2-3. Mhm. Aber das ist schon, ja, das ist schon ein ziemliches Prozedere. Das muss man, also die meisten Schauspieler hassen das ja, so lange in der Maske zu sitzen. Für mich ist es, ich liebe das. Da kann man so total runterkommen, sich konzentrieren. Und also ich brauche das eigentlich auch. Ich bin immer enttäuscht, wenn ich nicht lange in die Maske darf. Aber ist schon auch ein bisschen anstrengend, klar. Also wenn man anfängt zu drehen, sitze ich meistens schon 5 Stunden lang im Stuhl. Also wenn wir um 9 Uhr anfangen zu drehen, dann bin ich dementsprechend schon früh auf den Beinen, aber das kennst du ja auch. Aber warum hast du dich nochmal für mich entschieden? Das ist wirklich jetzt, das lasse ich jetzt nicht gelten. Da muss ich zu meiner Ehrenrettung sagen, dass das, glaube ich, gar nicht meine Idee war. Also wir hatten natürlich von der Redaktion von Switch damals verschiedene Vorschläge, welche Sendungen man auch parodieren möchte. Und da war natürlich damals Laferlichter lecker, da kam man nicht drum rum. Das lief ja auch irgendwie gefühlt ständig. Ja, genau. Und genau. Ich weiß nicht, ob ich mir dann, das kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, da wurde ich gefragt, ob ich Lust hätte, dich zu spielen. Da habe ich natürlich sofort ja gesagt, weil ich liebe, also ich habe wirklich immer gerne Kochsendungen geguckt. Mhm. Und ich bin ja froh, wenn ich mir bei der Recherche dann auch was angucken muss, was ich gerne privat gucke. Ne? Also, was sich auch persönlich interessiert. Ja, gell? Also sonst guckt man sich dann da irgendeinen Schund an, stundenlang, und wird völlig rammdösig. Und so habe ich natürlich auch, ja, das hat mich ja persönlich auch interessiert und ich habe was dabei gelernt und so. Also habe ich sofort ja geschrien. Was ist schwieriger, sich auf die Gesten einzulassen oder auf die Aussprache? Also ich finde immer, für mich persönlich ist immer das Schwierigste die Stimme. Das sind so 80% der Vorbereitung. Da arbeite ich dann schon auch mehrere Wochen. Da habe ich immer so ein Diktiergerät. Weißt du, ich habe noch wirklich die alten Kassetten, so alte Kassettentapes. Und da nehme ich dann, habe ich deine Originalstimme, wie du dann irgendwie sagst so, herzlich willkommen bei Laferlichter lecker. Wir kochen heute zusammen. Und zwar gibt es Folgendes, pass auf. Heute gibt es leckere Zitronenwemme mit Schalottenotten-Totten und so weiter. So fing ja jede Sendung an, wenn du dich erinnerst. Verrückt, dass ich das, wenn ich den Text nach 10 Jahren noch weiß. Dann, also wie gesagt, die Parodie ist lange her, aber das habe ich mir dann halt stundenlang angehört, habe das aufgenommen auf so einem Tonband, yeah, und dann spreche ich das immer wieder nach, bis ich selber dann so ähnlich klinge, idealerweise. Das ist halt ja, komischer Job, aber... Nee, ich bin super. Ich muss wirklich sagen, also ich hätte nicht das Talent dafür. Du machst jetzt, du bist am Karotten. Genau, ich schnibbel die Karotten mal ein bisschen klein, damit die schneller garen. Genau. Ja, und bei mir sieht man ja hier, dass mein Ansatz für das Curry hier schön gart. Das tue ich jetzt gleich mixen, dann tue ich das basieren und mache das in einen neuen Topf rein und tue dann das Gemüse rein und tue das dann schön, das Gemüse in diesem Sud dann also kochen quasi. Das heißt, den Kürbis. Ich kann nur sagen, super lecker. So, schau her. Und es ist jetzt so schön fein, ich tue das jetzt gar nicht basieren. Ich würde nur den Herz aufmachen, weil ich finde, das kann man ruhig so mitessen. Man muss nicht immer gleich alles rausbasieren. Wenn das gut gemacht ist, kann man das also so hier wunderschön auch mitkochen, das heißt drinnen lassen. Und ich tue jetzt einfach hier, guck mal, das Kürbisgemüse rein. Ja? Und tue jetzt das Kürbisgemüse da drin schön langsam garen lassen. Und passierst du das dann auch nochmal durch? Oder nee, das lasse ich dann so. Das ist dann so. Da kommt noch nachher, mache ich noch Zucchini-Würfel dazu, Erdnüsse rein. Also ich mache hier so richtig schöne Sachen zusammen. Da will ich Spinaten herein, Kichererbsen, sodass ich ein richtig schönes Curry habe. Muss natürlich jetzt zurückschalten
und versuchen, das langsam zu garen, damit natürlich das nicht anbrennt und ich muss ab und zu mal umrühren. Das ist ganz wichtig. So, wenn du jetzt zu Hause bist, du lebst also, wie gesagt, in Köln. Mhm. Also Köln und Berlin, aber Köln ist so mein Hauptstandort. Kochst du da auch ab und zu mal? Oh, ich koche, ja, also kochen. Ob ich koche? Ja. Ja, also vor allem am liebsten in Berlin tatsächlich, weil da kann ich immer auf den Markt gehen und da frisch einkaufen. Und das macht mir natürlich mehr Spaß als im Supermarkt. Und das liebe ich tatsächlich sehr, ja. Das heißt, du bist also so ein richtiger Lebemensch, der nicht nur gerne auf der Bühne steht, sondern auch zu Hause genießt und versucht natürlich, sich's gut gehen zu lassen. Ja, also ich meine, ne, natürlich bin ich auch manchmal sehr grüblerisch unterwegs. So, ich glaube, so in diesen künstlerischen Berufen ist es ja oft so, dass man auch viel zweifelt und, keine Ahnung, sich einen Kopf macht über Dinge, die nicht so wichtig sind. Aber ich versuche schon auch immer, das Leben noch zu genießen, ja, klar. Das heißt, du beschäftigst dich zurzeit mit einem Buch. Du bist gerade dabei, was genau zu machen. Also als Kind hatte ich ein Hobby. Ja? Nämlich Zeichnen. Ich habe wie ein Verrückter immer gezeichnet früher und habe das dann aber so mit der Schauspielerei, ich weiß nicht warum, aber eigentlich von einem Tag auf den anderen bleiben lassen. Und jetzt vor ein paar Jahren habe ich wieder damit angefangen und mit einer großen Begeisterung gezeichnet, also sehr viel so Cartoons. Und was ich auch viel mache, ist, dass ich irgendwelche Dinge, die ich unterwegs sehe, fotografiere und dann auf den Fotos, aus diesen Fotos dann irgendwas weiterzeichne. Und da sind so viele Sachen zusammengekommen, dass ich jetzt da ein Buch rausbringe im September. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Du hast so ein paar Beispiele schon vorab, exklusiv natürlich nur für uns mitgebracht. Das eine ist zum Beispiel hier ein Mädel aus dem Schwarzwald mit obendrauf, glaube ich, so eine Erdbeertorte, oder? Genau, das war also dieses Erdbeertörtchen und dann habe ich halt die Assoziation gehabt eines Schwarzwaldmädels. Ja. Wahrscheinlich aufgrund meiner Herkunft. Und genau. So, ja, so lasse ich mich dann sozusagen von allen möglichen Sachen inspirieren, die ich irgendwo sehe und das... ja, macht mir total Spaß. Dann finde ich das Bild auch witzig, weil ich gerade jetzt die Nudeln in der Hand habe. Ja, die Gesichter mit den Nudeln. Warum Nudeln? Nee, also es ist eher so, dass ich die Bilder sehe und mir dann dazu irgendwie was einfällt. Und dann mache ich das halt. Also es ist eigentlich total stumpfsinnig, aber es ist irgendwie eine kreative Ader, die ich da ausleben kann. Und mittlerweile verbringe ich damit auch sehr viel Zeit. Ein Bild schauen wir uns noch an. Das ist hier so diese typische kleine Fischflasche zu Sushi, wo eine Sojasauce drin ist. Und daneben von dir dann auch was gezeichnet, ne? Genau, findet man dann auch das Clowns-Thema wieder. So, also es sind in dem Buch auch noch normale Cartoons, also nicht nur diese Objektzeichnungen, sondern auch ganz klassische, normale Witzbilder. Und ja, ich freue mich da sehr drüber. Es wird ist eine schöne Sache. So ein Guck Buch mal, da hinten siehst du hier, schau mal, da hinten siehst du mich da mit dem Kupferdopf. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ist mir vorhin schon aufgefallen. Wer hat das fotografiert, weißt du das? Wer fotografiert das schon? Aus Hamburg. Okay. Ach, wow. Peter Hünnemann. Okay. Ja. Könntest du daraus was machen? Naja, das ist ja an sich schon sehr skurril, ne? Ja. Jetzt gibt es bei uns nicht nur Bilder, sondern es gibt tatsächlich was zu essen. Bei dir kochen die Karotten. Wie kochst du die ganz normal? Ja, ich habe die jetzt in Brühe gemacht. Ich weiß nicht, wie würdest du das machen? Ich habe jetzt einfach mal gedacht, Brühe ist vielleicht ein bisschen mehr Geschmack, oder? Ich finde es gut in Brühe, aber möglichst wenig Brühe, damit nachher das schön einkocht. Das ist dann wichtig, dann konzentriert sich der Geschmack. Mhm. Ich finde das immer so, ist gut, wunderbar, passt so, lass es schön kochen. Genau, und das mache ich dann nachher mit Milch und Butter, so ein bisschen sämig. Ja, schön sämig mixen, genau. Und ich habe hier, wie gesagt, auch noch mal kurz zusammenfassend, ich habe hier jetzt dieses Curry mit den Kürbisstücken, das hier langsam gart. Das ist also eine Sache, da kann man sich wirklich Zeit lassen. Und wir haben daneben hier einfach diese schönen Vollkornnudeln. Diese Vollkornnudeln kochen jetzt in kochendem Salzwasser. Und das sind schon mal zwei wichtige Dinge. Da mache ich noch angebratene Zucchini rein. Ich mache noch den Spinat dazu mit Knoblauch und Schalotte oder mit Zwiebel. Aber jetzt mache ich erst mal als nächstes, würde ich sagen, etwas, was wichtig ist, was die meisten nicht kennen und auch immer Angst haben, die zu verarbeiten. Das sind nämlich die Schwarzwurzeln. So, das sind sie da vorne. Was du da kochst, das mache ich in einer Woche. Das ist du da alles. Was? Das hast du jetzt schön gesagt. Aber das ist für mich natürlich mein Beruf. Daher Schwarzwurzeln. Schwarzwurzeln muss man immer unter fließendem Wasser schälen. Siehst du hier? Damit der Sand abgeht. Mhm. So, siehst du? Und wenn man so Schwarzwurzel schält, dann hat man auch keine Probleme. Denn ich mache jetzt nachher dazu so Schwarzwurzelstroh, weißt du, frittierte Schwarzwurzel. Ah, okay, lecker. Und zwar da tue ich jetzt die Schwarzwurzeln einfach hier
mit so einem Sparschäler in solche langen Streifen schneiden. Also im Prinzip wie ein Rösti oder wie? Also wie so ein, nee, oder eher wie Nudeln. Ich tue die dann in Pflanzenfett ausfrittieren. Ach so, okay. Ah. Und dann werden die richtig schön kross. Also wie man das von Mohrrüben auch kennt, ne? So da. Ja, Mohrrüben geht nicht so gut, aber Schwarzwurzel geht sehr gut. Das wird richtig schön. Mohrrüben gehen auch, aber Schwarzwurzel wäre natürlich richtig schöne Chips. So Gemüsechips, ja, in Fett ausgebacken. Das merke ich mir. Merkst du dir. So, was macht dein Hühnchen? Das dauert. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht auf die Uhr geguckt, aber... Das wird noch dauern, ja. Das dauert auf jeden Fall doch noch eine ganze... Ja, das dauert noch. Du siehst jetzt hier, jetzt habe ich hier also richtig viel Schwarzwurzelfäden. So, die Nudeln da vorne müssen schön bissfest sein. Und mein Curry schmort hier schön, darf natürlich nicht auf keinen Fall anbrennen. Immer schön umrühren zwischendurch. Man kann auch noch so eine Chilischote reingeben. So... Mit Kochen nachher aus Garnitur oben drauflegen. Das ist immer richtig schön hier sowas. Und was man auch reinmachen kann, ist, was ich gerne reinmache, ist immer Kräuter. Also gerade so frische Kräuter, das macht das Essen richtig spannend. Das ist immer hier rein damit schön und dann mitkochen lassen. So, jetzt können wir auch schon ein bisschen Salz reinmachen bei mir ins Curry. Ich gebe noch ein bisschen Kokosmilch dazu. Ja? Riecht super aus. Ist da? Richtig schöne Kokosmilch. Und dann lasse ich. Die ist so fest. Ne? Gibt es da unterschiedliche? Gibt es in cremig und in fest? Da gibt es ganz viele verschiedene Formen hier. Das ist Premium-Kokosmilch hier. Also da musst du wirklich gucken, natürlich, was dir persönlich dann am besten gefällt. Ich meine, Kokosmilch ist ja mittlerweile sehr, sehr beliebt geworden. Das ist ja ein Produkt, was standardmäßig überall zu kaufen ist heutzutage. Und deswegen nehme ich das sehr, sehr gerne. So, jetzt werde ich meine Nudeln abgießen schon mal und werde dann da vorne eine Pfanne aufstellen. So. Die Nudeln lassen wir so. Ach, du bist jetzt wahrscheinlich deutlich vor mir fertig, ne? Nee, glaube ich nicht. Ich muss noch viel machen. Guck mal, ich muss als nächstes jetzt hier vorne erstmal meine Sachen machen, den Spinat noch kurz andünsten. Dann muss ich noch meine Zucchini braten, also... Ich habe noch viel zu tun, also genug noch. Okay. Kein Problem. Lass uns noch ein bisschen reden über deine Erfolge, weil ich finde es ja sensationell. Sehr gerne. Ja, nee, wirklich, weil 5 Grimme-Preise, oder? Nee, 1 Grimme-Preis und 5 Fernsehpreise, oder? Es waren... 5. Ein Fernseh. Nee, 1 Grimme-Preis. Ehrlich gesagt, also die Fernsehpreise auch, glaube ich, 2 oder so. Und Grimme, also Comedy-Preise waren sehr viele. Comedy diese Eier. 5, davon habe ich ganz viele im Schrank stehen, weil die sind so hässlich. Die stelle ich dann in den Schrank. Du hast 2013 den Grimme-Preis bekommen. Ich habe 2013 Grimme-Preise und 5. Nee. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann das war. Aber ich muss dazu sagen, ich habe den Grimme-Preis nicht alleine gewonnen, sondern das ganze Ensemble von Switch hat den bekommen damals. Ja, ist doch toll, oder? Ja, super, großartig. Ist doch für jeden, der heute. Ja, total. Und das Ärgerliche ist aber, es gab nur einen Preis und den habe ich bekommen. Also die anderen ärgern sich alle so ein bisschen, weil das Ding bei mir steht. Ach so. Aber ich habe das, also da kann ich nichts dafür. Die haben mich dann irgendwie auserkoren, dass ich dann den Preis in Empfang nehmen darf. Und. Ja. Weil du die prägendste Figur bist, oder wie? Oder na, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das kann ich nicht sagen. Okay. So, du siehst hier, meine Zucchini werden jetzt angebraten, weil ich finde Zucchini oder sowas Ähnliches, oder auch Auberginen, die schmecken nie richtig gut, wenn sie nicht angebraten sind. Ich finde immer so, weißt du, wenn die nur so reinkommen, stimmt, in der Suppe oder so, schmecken die eher, weil sie sehr viel Wasser haben. So, wir geben schon mal hier zu den Nudeln für später ein bisschen Olivenöl dazu, dass sie nicht jetzt zusammenkleben. Die mache ich nachher nur noch heiß für mein Curry. So, die werden nachher noch gewürzt. Und wenn die Zucchini schön gebraten sind, dann kommen noch Kichererbsen rein, Erdnüsse und frische Kräuter. Ich werde nie vergessen, als wir mal meinen Clubabend hatten, gell? Und du aufgetreten bist auf der Stromburg damals, ja? Da als dein alter Ego. Da sprechen die Leute heute noch davon. Das war so einzigartig super. Ja, das hat so Spaß gemacht. Das war wirklich traumhaft. Gell? Wirklich, war super, Das war wirklich außergewöhnlich. So, ich würde sagen, jetzt probieren wir beide mal, wenn du Lust hast, zwischendurch das Curry. Denn ich möchte mal gerne dein Urteil haben. Und das möchte ich auch ganz ehrlich haben, weil ich nämlich wissen möchte, wie du das siehst, was ich hier mache. Oder beziehungsweise wie du das findest. Sehr gut. Da fehlt doch nichts, oder? Vielleicht ein ganz bisschen Säure noch. Ja. Aber der Kick ist gut. Die Schärfe ist super. Limonenschale, genau, Limonensaft. Aber super.
Ja, Limonensaft rein. Hat gut Wumms, ist gut, aber angenehm. Ist nicht zu scharf, oder? Mhm. So, alles läuft bei mir, bei dir auch? Alles gut, bis jetzt. Machst du lieber Süßspeisen oder lieber Hauptspeisen? Oder Süßspeisen also ist ja eher andere Abteilung. Ich bin ja mittlerweile ein Koch, der sich für die gesamte Küche verantwortlich fühlt. Natürlich, manchmal muss ich was kochen, was man natürlich nicht unbedingt immer gerne machen möchte jeden Tag. Aber ich bin ja ein Koch für die Öffentlichkeit und die Leute lieben natürlich meine Rezepte. Ich bin ja da wirklich jemand, der sich absolut aufopfert, wenn es um Kochen geht. Ich möchte auch, dass die Leute mehr zu Hause kochen und Spaß am Kochen. Wie findest du das bei dir? Oder insgesamt, wie findest du das? Ja, also ich meine, das ist jetzt keine Schleimerei oder so, aber wie ich auch vorhin schon gesagt habe, mich hat es immer sehr inspiriert, so Kochsendungen zu gucken. Ja. Es gab dann mal eine Zeit lang, finde ich, einen ziemlichen Überfluss da dran, also so ein Übermaß, ne? Da liefen überall Kochsendungen. Aber das ist ja auch was man wirklich im Alltag gebrauchen kann. Und ich bin froh, dass ich zumindest so die Grundlagen beherrsche und mir nicht, weißt du, also irgendwie mich gut ernähren kann. Also ich habe auch viel von dir gelernt auf jeden Fall. Ich sage immer, Kochen ist krisensicher. Kochen ist etwas, was wirklich keine Konjunktur hat. Wir alle müssen essen. Wir alle wollen gut essen. Und ich kann dir auch sagen, ich koche heute vegan. Warum? Ich habe auch selber, wie gesagt, lange Zeit mich so ernährt, weil ich auch Knieprobleme hatte. Das hat mir wirklich geholfen. Mittlerweile muss ich sagen, ab und zu mal sündige ich auch ein bisschen, aber im Großen und Ganzen ernähre ich mich sehr, sehr gesund und dazu gehört auf jeden Fall auch der Hauptanteil bei mir ist die vegane Küche. So, schau, den Spinat, das Curry. Wir tun jetzt gleich den Spinat noch dazu, das heben wir dann ganz zum Schluss drunter. Und dann würde ich sagen, mein Lieber, dann schauen wir jetzt mal nach deinem Hühnchen. Meine Möhren sind auf jeden Fall weich, die kann ich jetzt dann pürieren. Ja, also, ja genau. So. Aber wir sollten mal kurz reinschauen. Warte, ich habe ein Handtuch hier, gebe ich dir. Nicht, dass die zu weich sind. Schau mal kurz. Bei dir ist alles gebrandet, ne? Selbst die Hand hier. Komm jetzt, ist egal. So, ja, das sieht gut aus. Ja? Das sieht gut aus. Kann ich eigentlich direkt rausnehmen, glaube ich. Ach, kann schon rausnehmen. Okay, dann stell es hier vorne hin. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Ich mache auch die Tür zu, gell? Super. Da brennt ja bloß nicht die Furchen. Ja. So, zweites Handtuch hast du da und stell's mal da vorne hin. Da bin ich sehr gespannt jetzt. So, hier vorne, damit man es schön sehen kann. Schön sehen kann. Sieht ganz gut aus. Sehr schön. Also die Farbe ist super. Auch hier, das riecht schon. Warte, ich nehme das Fett mit drüber. Mach jetzt noch so ein bisschen Koriander, dann sieht es noch besser aus. Ah, Koriander drauf, genau. Und dann kannst du jetzt, wie machst du das Püree? Genau, da mixe ich jetzt einfach meine Möhren hier mit so ein bisschen Milch, Butter, Lorbeerblatt und so. Vielleicht mache ich noch ein bisschen Zitronenschale ran. Ja? Ein bisschen Zeste. Aha, okay. Die besten Limettenzestenreste. So. Ich mache keine Limettenzestenreste rein, sondern ich mache jetzt zum Curry rein hier auf jeden Fall mal hier die Zucchiniwürfel und den Spinat mit dem herrlichen Gemüsesaft. Dann mache ich rein, die streue ich dann oben drüber. Ich mache rein hier Kichererbsen. So. Das Ganze lasse ich nur noch leicht warm werden. Dann werde ich das gleich anrichten. Aber erstmal, wie gesagt, muss ich noch meine Schwarzwurzelstreifen ausbacken. Mal gucken. Und dann tun wir die gleich auf einem Küchenpapier nachher abtropfen. Sag mal, mit diesem Fett, ne, wenn man sowas ausbrät oder frittiert, wo kippt man das im normalen Haushalt dann anschließend hin? Einfach in den Ausguss? Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich tue das immer, wenn ich das kann ich ja mehrmals benutzen, dann lasse ich das kalt werden, stelle es in den Kühlschrank, wenn es kalt ist, und dann kann man das sehr gut in die Bierdonne. Ach so, okay, einfach fest werden lassen und dann, ja, stimmt. Ja, klar, stimmt, okay. Das kann man machen. Machst du in deinen Karotten wieder Ingwer rein oder so? Bitte? Ja, habe ich jetzt nicht gemacht, wäre eine gute Idee eigentlich. Kann ich, ja. Aber ich habe hier, bitte. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber... Warte, ich habe was hier. Ich geb dir ein bisschen. Ich nutze meine Zeit und mache meine Arbeitsfläche etwas sauberer. Den Herd, der sieht schlimm aus. Gut, den Ingwer kannst du so mitmixen, oder? Ja. Komm her, ich hab das hoch. Super, das kann man am Induktionsherd kann man das gut machen. Da kann man den Brat immer schön, schön sauber machen. Ha! Witz. Nein. So. Okay. Ist er heiß, du Arschloch.
Ja, genau. Entschuldigung, manchmal kommt der Kinski durch. Ja, ja, alles klar. So blöd kann keiner sein, dass er nicht weiß, dass von dem Schweinefraß kein Mensch leben kann. Dumme Sau, du. Manchmal heißt es ja, ich mache den Kinski zu oft, aber ich mache ihn halt gerne. Ja, ja. So, du machst auch gerne Püree, wie man sieht. Das ist auch wichtig. So, ich, ich hatte mal ein Rezept von dir mit so Selleriepüree, ja, das so komplett in Sahne gekocht war. Das ist auch geil, aber ist natürlich. Ja, aber könnte man, könnte im Prinzip es auch komplett in Sahne kochen. Könnte man auch machen, klar. Ja. Wahnsinn. Super, du bist wirklich der Wahnsinnskönner, ehrlich. Also, ich finde es toll. So, hab mich ganz erschrocken jetzt. Entschuldige. So, schau her. Hier sind jetzt meine. Oh, geil. Oh, super. So, du ein bisschen auseinander, so. Ein bisschen heiß. Die werden jetzt gleich fest. Mal ein bisschen schlingen lassen. Ja? Mm. Sehr gut, oder? Richtig schön kross. Kross, ja, genau. Mhm. Also, das einfach hast du so. Einfach in was für ein Öl? Sonnenblumenöl? Pflanzenöl, also neutrales Pflanzenöl auf keinen Fall. So, irgendwelches mit Geschmack, sondern einfach neutrales Öl. So, das tun wir zur Seite stellen. Und jetzt würde ich sagen, habe ich ja mein Curry soweit fertig. Das richte ich jetzt an und du bist auch bald fertig, oder? Ich bin fertig, ja. Könnte auch genau, anrichten. Dann hol dir eine schöne Platte und dann richtest du es schön an, gell? Das Anrichten ist das Wichtigste. Ich bin ja, genau. Ein bisschen nervös. Bist nervös? Ein bisschen. Ach, was? Das ist überhaupt was geworden ist hier. Das ist doch einfach schön jetzt hier. So. Machst du alles drauf? Nee, du machst so eine schöne Portion. Nein, ne? Ich mache jetzt hier so eine Platte. Ja, das reichte für 4 Personen hier das ganze Gericht. Aber ich würde sagen, so eine Platte nicht zu viel. Sonst sieht so üppig aus, so überladen aus. Gell? So, jetzt kommen drauf bei mir noch gehackte Erdnüsse. Dann kommt drauf natürlich. Ich habe da hinten noch so eine Schale mit den Nudeln, die mache ich da rein. Das Anrichten ist das Schwierigste. Komm, dann nimm die Teller doch weiter nach hinten. Warum machst du es so kompliziert? Weiß ich nicht. Ich dachte, das, damit man es besser sieht. Nee, du kannst ruhig. Du kannst ja ruhig weiter nach hinten tun. Da. Ich habe gar nicht probiert. Hast du schon probiert? Du hast ja probiert bei mir. Ne? Nee, ich probiere das gleich. Ich probiere das gleich aus dem Topf. So, jetzt haben wir hier die Nudeln. Dann kommt jetzt obendrauf dieses herrliche Stroh. Habe ich hier noch ein bisschen Kerbel, frische Kräuter. Anrichten ist auch so eine Kunst für sich, ne? Das, ja, das ist. Gibt es da eigentlich ein extra Unterrichtsfach oder so? Nee, das hat was mit das ist wie beim Fotografen, das hat was mit optischem Verständnis zu tun. Das ist ganz normal. So, das sieht doch super aus. Ein bisschen was Grünes noch dazu. Und dann stellst du das schön hier neben meinen Teller, bitte, wenn es geht, da vorne. So. Oh ja, das sieht ja cool aus. So, komm, stell es. Es gab doch mal so eine Kochsendung, wo man immer schon nach Optik Punkten bekommen hat. Ich glaube, da würdest du gewinnen. Aber nee. Guck mal hier. So. Und jetzt noch mal ganz kurz. Wie würde Johann Lafer das Gericht machen? So, wir haben Folgendes gemacht. Ja? Und zwar gibt es heute leckere Chicken Mabea, ja, schön gebraten im Ofen, ja, mit Oliven, Kapern und so. Ich mach's als Max weiter. Und dazu gibt's ein schönes Karottenpüree. Genau, mit ein bisschen Zitronenabrieb. Ja, guten Appetit. Sieht sehr schön aus. Ja. Und daneben gibt es ein veganes Curry vom Kürbis mit Vollkornnudeln und Stroh von Schwarzwurzeln. Und jetzt, pass auf, gib mir mal den Topf daher, denn jetzt kommt erstmal die Entscheidung, ob der Max überhaupt was Gescheites gekocht hat. Ach so, ja, stimmt eigentlich. Optisch sieht es gut aus, aber jetzt probieren wir das mal. Ist gut? Ehrlich gesagt. Ist gut? Oh. Geil, ne? Oh. Also Leute, ich kann euch sagen, er macht ein tolles Buch. Er macht Johann Lafer und die anderen Köche. Ist ein sympathischer Typ.
er kann super kochen. Ich würde sagen, es könnte an dem Leben schlechter treffen. Lieber Max, herzlichen Dank. Danke dir, Jon. Ich verneige mich. So, und jetzt kannst du mal probieren. Mmh. Das ist wirklich lecker. Sehr gut. Das ist auch, der Kürbis ist natürlich geil, ne? Weil der so schön schmeckt super, wie Fleisch. Ja. Ich verneige mich vor Ihnen und sage danke fürs Zuschauen. Und ihr seht, Kochen kann so viel Spaß machen. Kochen kann auch Unterhaltung sein. Aber niemals vergessen am Ende, was dabei rumkommt. Es muss gut aussehen, es muss gut schmecken. Und immer gute Lebensmittel verwenden. Und Sie sehen, schnell ist kein Feind von gut. Ganz im Gegenteil. Wir haben gut gekocht und haben viel Spaß gehabt. Tschüss. Euch auch viel Spaß. Alles Gute. Servus.